Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Serie Schach der Großmeister, in der ich die Partien aus der berühmten WDR-Sendung neu analysiere. Wir sind inzwischen im Jahr 2000 angekommen, sind nicht mehr viele Jahre übrig, und wir haben das Duell zwischen Wladimir Kramnik und Peter Leko. Kramnik im August 2000, 25 Jahre alt und kurz vor seinem WM-Kampf im Oktober gegen Garry Kasparov, sozusagen eine Standortbestimmung hier in den Kölner Studios des WDR, gegen Peter Leko, 20 Jahre alt, Nummer 7 der Weltrangliste. Kramnik die Nummer 2 der Weltrangliste, habe ich das gerade gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Nummer 1 der Weltrangliste war immer noch Kasparov, knapp vor Kramnik. Aber wir wissen natürlich alle, was im Oktober, zwei Monate später passiert ist. Ja, Kramnik hat die WM gewonnen in London und krönte sich zum neuen Weltmeister. So, jetzt aber diese Partie hier. Eine Stunde Bedenkzeit, keine Zeitgutschrift, das wissen wir. Ist halt live übertragen worden und da musste natürlich die Zeit eingehalten werden. Die Sendezeit. Es geht los mit E4. Etwas überraschend bei Kramnik, er war eher bekannt, immer D4, Springer F3 zu spielen. C5, Sizilianisch, Springer F3, E6, D4, nimm, nimm. Mit dem Springer, Springer C6 hier, Läufer E2. Dame C7, Springer C3, Taimanov-Variante der sizilianischen Verteidigung. A6, Rochade, absolute Hauptvariante. Und die würde weitergehen mit Springer F6 hier, ne? Weiterentwickeln. Dann den Läufer raus, nach B4 häufig und dann kurze Rochade. Das wäre die Hauptvariante. Aber Leko hatte sich was zurechtgelegt für diese Partie. B5. Etwas riskant, vernachlässigt die Entwicklung am Königsflügel hier. Springer schlägt C6. Konkret der beste Zug hier. Das wusste man damals schon. Es gibt zwei Möglichkeiten zu schlagen. Dame C6 oder DC6. Dame C6. Läufer F3 gibt es hier so ein bisschen Probleme. Leko spielt nimmt mit dem D-Bauern. Läufer E3, Entwicklung. Läufer B7, Entwicklung. F4, schiebt einen Bauern vor, greift an. Weiß ist hier besser entwickelt. Und Schwarz sollte schleunigst auch seinen Königsflügel entwickeln mit Läufer E7. Und dann entweder Springer F6 oder Springer H6, je nachdem was Weiß zieht und die kurze Rochade anstreben. Aber er spielt hier C5. Das ist ein Fehler. Ausgangs der Eröffnung schon. Ihr müsst natürlich bedenken, das ist das Jahr 2000. Da waren die Engines noch nicht so stark oder generell die Schachprogramme. Und da haben die Spieler noch sehr, sehr, sehr viel selbst analysiert. Und ja, in dem Kontext muss man das auch betrachten. So, Kramnik greift an. F5, starker Zug hier. Er möchte den Entwicklungsvorsprung ausnutzen. Hat ja mehr Figuren im Spiel und deswegen, er möchte die Stellung öffnen hier. Turm D8 greift die Dame an. Dame E1. Und hier gibt es einige Züge, die man berechnen muss natürlich. Ne? Leko spielte Springer F6, aber wir schauen uns mal an, was ist mit B4 hier? Fragen sich vielleicht einige von euch hier. Greift den Springer an, eventuell gewinnt er den Bauern auf E4. Dann kommt aber erstmal F schlicht E6, ne? Mit der Drohung auf F7 zu schlagen. F schlicht E6 und jetzt Turm schlicht F8. König F8, Springer A4. Läufer E4, Springer C5. Läufer D5 hier, Dame B4 und Weiß gewinnt. Es gibt hier multiple Drohungen. Springer schlägt E6. Doppelschach. C4 ist auch eine starke Drohung, den Läufer zu abzudrängen. Und dann Springer E6. Ne? Hier ist komplett gewonnen für Weiß. Also B4 geht überhaupt nicht. Der beste Zug wäre wohl jetzt hier E5 gewesen, die Stellung so ein bisschen zu abzuschließen. Aber Leko spielte Springer F6, entwickelt sich. F schlicht E6, F schlicht E6. Und diese Stellung hier ist, wenn man das mit Stockfisch 16 analysiert, 23 Jahre später, gewonnen für Weiß. E5 ist hier der beste Zug. Die Stellung weiter öffnen. Dame E5, Läufer F4, Dame D4, Schach, König A1. Und es kommt dann Turm D1 und es gibt Probleme hier, große Probleme. Der Läufer zieht ab und dann hängt der E6 hier. Und je tiefer man das analysiert, desto schneller, desto genauer findet man dann heraus, warum es verloren ist für Schwarz.
E5, ein sehr schöner Zug hier, ne? E5 zu spielen, die Stellung weiter öffnen oder das Bauernopfer anbieten. Kramnik spielt der Läufer F4. Das ist auch ein guter Zug. Okay, verdient jetzt nicht unbedingt ein Fragwürdig hier vielleicht, aber rein objektiv verliert es so ein bisschen an... es ist nicht mehr gewonnen danach. E5 hier. Läufer G5. Was Kramnik machen wollte, ist, er wollte hier E5 provozieren, damit er mit dem Springer nach D5 rein kann. Schön dieses Feld hier ausnutzen. Eventuell hier nehmen und dann Springer D5 rein. Auch unter Bauernopfer. Es geht weiter mit Läufer E7. A4. Und die wichtigste Variante lautet jetzt hier, was passiert auf B4 mit Angriff auf den Springer? Läufer F6, Zwischenzug. Läufer F6, Springer D5. Nimm auf D5, nimm auf D5. So, und jetzt darf Schwarz nicht mit dem Turm nehmen, wegen Läufer schlägt A6 und dann gewinnt der A-Bauer irgendwann. Dame D6, Läufer E4. Und das ist besser für Weiß, aber jetzt nicht gewonnen. Ne? Auf Dauer vielleicht auch gar nicht so leicht zu gewinnen. Man hat auf den weißen Feldern Initiative. Der Läufer von Schwarz ist relativ schwach. Was ist relativ? Der ist schwach. Und wir spielen Dame E4, Läufer D3 vielleicht später, drohen hier mal matt, wenn Schwarz ruchiert. Und ja, wir haben hier einen Freibauern, aber bei bester Verteidigung sollte Schwarz sich hier halten. Deswegen war hier Läufer F4 halt nicht der beste Zug. Ne? E5 war der beste. Okay, Läufer F4, E5, Läufer G5, Läufer E7, A4. Leko spielte aber nicht B4. Er spielte C4 und das ist nicht gut. AB5. So, Springer B5 sofort geht nicht, wegen Dame C5 Schach. Deswegen spielt Kramnik König A1. Geht mit dem König in die Ecke und droht jetzt Springer schlägt B5. Tja, Leko spielt weiter, sehr aggressiv, lässt den König im Zentrum, möchte hier nicht den Bauern opfern und spielt B4, auch wenn das die Engine wieder kritisiert. Besser Rochade den Bauern opfern, sagt Stockfisch, aber gut. B4. Läufer F6, Zwischenzug, Läufer F6 und jetzt Springer D5. Es gab hier auch Läufer H5, ist auch ein starker Zug, Schach hier, weil G6, Turm schlägt F6 kommt. Aber Springer D5 ist auch stringent auf den weißen Feldern. Läufer D5, ED5, so, jetzt hängt der Bauer B4, deswegen kommt nicht Turm D5. Turm D5 ist Dame B4 sehr stark. Der König kann nicht rochieren, es gibt Läufer schlägt C4, Turm A8 ist in der Pipeline. Ja, aber steht hier komplett auf Gewinn. Schwarz spielte hier Dame C5, deckt den B4, greift den D5 nochmal an und hofft auf eine Rettung. Hofft, dass er hier mit dem König irgendwie durchkommt auf E8. Es fehlt Schwarz eigentlich nur ein Tempo, nämlich kurze Rochade. Und dann ist alles in Ordnung, alles in Butter. Aber es kommt hier Läufer H5 Schach. Was soll man machen hier auf Läufer H5? G6 kommt Turm schlicht F6. Puh. Und dann Dame E5, wenn der Läufer weg ist. Deswegen König E7. Rochade kaputt. So, jetzt hängt aber der Bauer D5 hier. Was machen wir? Es gibt hier starke Züge, einige starke Züge. Dame E4 ist stark. Dame G3 von Kramnik auch gut. Droht eventuell Turm schlicht F6. Dann Dame G7 hier rein, um den König anzuattackieren. Und wenn der König nimmt, kommt Turm F1. Das sieht nicht gut aus. Beste Verteidigung ist hier Turm A8. Dann Turm AD1. Dann den anderen Turm rüber und hier geht die Stellung noch. Turm schlicht F6 gewinnt, dann ist aber sehr kompliziert. Ich zeige euch mal die Variante Turm A8, Turm AD1, Turm HD8. Turm F6 gewinnt, ist aber wie gesagt kompliziert. Dame F3 ist ein menschlicher Zug mit der Idee Läufer G4, Läufer nach E6 und dann Dame H5. Einfach auf den weißen Feldern spielen und irgendwann gewinnt Weiß. Aber Leko spielte nicht Turm A8, er spielte hier G6. Und er meinte im Nachhinein auch im Interview, ja, er spürte, dass er hier auf Verlust steht, wollte das aber irgendwie forcieren, beziehungsweise er wollte seinen Gegner zwingen, die Gewinnvarianten zu berechnen, bevor er sich hier nach Turm A8 ewig quälen lässt. Und die beiden lieferten hier eine schöne Show, eine richtige Show ab. Das ist ja auch das Format irgendwie, dass man, wenn man im Fernsehen auftritt und dann so eine Stundenpartie spielt, dass die Leute natürlich so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Wir haben ja in der Serie Schach der Großmeister in dieser WDR-Sendung viele dröge Remis erlebt, auch wo man dachte so, boah, musste das jetzt sein? Ey, ich meine, ihr seid im Fernsehen, dann spielt ihr so ein langweiliges Zeug. Nee, die beiden lieferten hier eine Show ab. Turm schlicht F6, okay. Lass die Milord, wie es auch in der Sendung noch wind, Turm F6, jetzt schlag doch da rein, das ist doch klar und so, ne? König F6, Turm F1 Schach.
König G7. König E7 ist natürlich Quatsch, wegen Dame E5 und Läufer G4, dann wird es hier matt auf D7, also König G7. Und hier muss man erstmal den Gewinn berechnen. Das ist nicht so leicht, aber Kramnik schaffte es. Gut, klar. Einer der besten Spieler aller Zeiten. Läufer schlägt G6. HG6. Dame schlägt E5. Der König hat nicht so viele Felder. Ne? König H6, es kam König G8. König H6 verliert sofort wegen Turm F4. Ne? Mit der Idee Turm H4. Und G5 wird matt. Dame F6, König H7, Dame F7, König H6, Turm F6. Dann ist schon matt hier. Und deswegen ging Leko nach G8. Dame E6 Schach. König A7, Turm F7 Schach. König A6. Und jetzt Dame H3. König G5, Dame G3, König H5. Dame E5 und hier gab Leko auf, denn es entsteht die gleiche Stellung, die ich gerade schon gezeigt habe, nämlich nach König A6 kommt Turm F4 und dann haben wir wieder die Geschichte hier, die ich gerade gezeigt habe. Ne? Und Schwarz wird matt gesetzt, ne? Also G5, also Turm A4 droht ja matt und G5 wird dreizügig matt. Eine schöne Partie, auch für die Zuschauer. Leko ging sehr viel Risiko ein mit dieser Variante. Und Kramnik hat die Variante widerlegt, ne? Hat den Entwicklungsvorsprung ausgenutzt, indem er die Stellung im Zentrum öffnete und dann den König folgerichtig attackiert. Ne? Also kann man, ja, das zeigt sich, warum er so ein starker Spieler ist. Ne? Sehr lehrreich, wie ich finde. So, das war eine sehr schöne Partie. 2 Monate später wurde Kramnik Weltmeister und im nächsten Video zu dieser Serie. Es sind nicht mehr viele Jahre übrig. 2-1, 2-2, ich weiß gar nicht, bis wann die Sendung ging. Irgendwann 2003, glaube ich, war es zu Ende. Komme ich natürlich später noch zu. Ne? Und dann irgendwann beschließe ich diese Reihe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.